Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Book Haul von mir. Ich möchte euch alle Bücher zeigen, die im letzten Monat, also im März, bei mir eingezogen sind. Und ja, das waren doch mehr, als ich geplant hatte. Ja, wie es immer so schön heißt, eigentlich, ich plane nicht, wie viele Bücher einziehen sollen, aber es sind dann doch ein paar mehr geworden, als ich vielleicht gedacht hätte. Ja, um nicht lange drum herum zu reden, starte ich doch direkt mal mit dem ersten Buch. Vorher würde ich kurz sagen, dass ich mich immer sehr, sehr, sehr über eure Kommentare freue. Ich liebe es, wie aktiv ihr unter meinen letzten Videos wart. Und ja, lasst gerne eure Meinung zu den Büchern unten da, die ich euch jetzt gleich in die Kamera halte. Als erstes möchte ich euch ein Buch zeigen, auf das ich mich wirklich schon seit Monaten freue. Ich wusste schon länger, dass es bald im Englischen erscheinen wird und jetzt ist es eben auch soweit und es erscheint im Deutschen oder ist gerade im Deutschen erschienen. Und zwar der vierte Band der The Secret Book Club Reihe. Das ist eine Reihe von Lissa K. Adams, ursprünglich eben aus dem Amerikanischen und dann übersetzt. Und diese Reihe, ja, ist einfach voller Humor, richtig lustig, denn es geht um eine Männerrunde, die alle so ein bisschen Probleme in ihren Beziehungen haben und sich eben erhoffen, durch Liebesromane so ein bisschen was dazu zu lernen. Also haben sie diesen The Secret Book Club, den geheimen Buchclub, gegründet. Und ja, versuchen sich dort zusammen ja, Liebesromane durchzulesen und sich in ihren Beziehungen zu helfen. Die ersten drei Bände fand ich schon richtig lustig und jetzt freue ich mich eben sehr auf Band 4 und die Geschichte von Vlad. Ja, mal schauen. Man hat in den ersten Bänden noch nicht ganz so viel von ihm gelernt und was seine Beziehungshintergründe sind und so weiter. Deshalb bin ich unfassbar gespannt darauf. Und ich habe tatsächlich gerade hier in der Klappe gesehen, dass es auch noch einen fünften Band geben wird. Also ja, wir können uns freuen. Im Oktober wird der fünfte Band erscheinen und das ist die Geschichte von Colton. Unfassbar lustige Reihe und ja, ich liebe sowas Humorvolles einfach für zwischendurch sehr. Werfe ich doch direkt mal einen Reihenauftakt hier rein und zwar mit Worlds Collide, den ersten Band einer Trilogie von Annabel Steel, die im Lux Verlag erscheinen und ich zeige euch hier, wie die anderen Bände aussehen. Ich finde die Gestaltung echt toll und ich hatte auch so eine Farbe von Büchern tatsächlich vorher noch gar nicht. Mag ich total gerne. Und das Buch hat mich einfach sofort angesprochen, weil dort geht es um eine Bloggerin, Schrägstrich YouTuberin, die tatsächlich aber nicht über Bücher, sondern über Make-up bloggt. Und ja, ich muss es gestehen, auch ich habe früher diese Beauty-Blogger geschaut hier auf YouTube. war ein großer Fan und habe damals ziemlich viel ausprobiert. Und ja, deshalb fand ich es richtig lustig und interessant, darüber mal einen New Adult Roman zu lesen. Das Ganze hat auch noch so einen kleinen Turn, denn die Beauty-YouTuberin Fiona wird in einen ziemlich großen Skandal verwickelt, für den sie persönlich eigentlich nichts kann, aber da wird eben so ein Video drüber gedreht. Es gibt hier auf YouTube, wie ihr vielleicht wisst, so Personen, die ja versuchen irgendwie Sachen aufzudecken und dann so Enthüllungsvideos zu machen. Und genau sowas passiert Fiona. Und sie kommt dann eben in so einem Video von Damien vor und wird bloßgestellt. Und ja, es ist so die Geschichte der beiden, denn sie versucht dann natürlich, ihn umzustimmen, ihm klarzumachen, dass sie für diesen ganzen Skandal nichts kann oder da total mit rein verwickelt wurde und ahnungslos war selber. Sie versucht, ihn zu überzeugen, dass sie eine gute Person ist und ja, nichts mit diesen Machenschaften zu tun hat. Ich bin richtig gespannt darauf und ich wette, die beiden kommen sich dann auch noch ein bisschen näher. Ist ja schließlich ein New Adult Roman und die beiden werden sich wahrscheinlich noch ineinander verlieben. Hier waren auch tolle Karten dabei, die finde ich richtig süß. Einmal hier ist Fiona und Damien. Du magst Teile von mir hinter Mauern verstecken, doch du hast kein Problem damit, Menschen in dein Herz zu lassen. Richtig schöner Spruch und hier haben wir, egal wer ihr seid oder was ihr tut, jemand lernt von euch und sieht zu euch auf. Ja, tolle Charakterkarten, tolles Buchcover, ich hoffe, das Buch kann mich genauso überzeugen. Kommen wir zu ein paar Fantasy-Büchern. Tatsächlich ist das Ganze auch eher eine Reihe und es sind auch schon mehrere Bände davon erschienen. Es sind bereits vier Bücher in der Reihe erschienen. Ich zeige euch jetzt mal die Bände 5 und 6 eben. Zum einen haben wir Alice im Bann der Herzkönigin und Peter Pans Reise ins Ungewisse.
Diese Bücher sind was ganz Besonderes, finde ich. Das ist eine Disney-Reihe aus dem Carlsen Verlag, die Twisted Tales-Reihe. Und in den Büchern werden eben die Märchen, die wir alle gut kennen, ein bisschen anders erzählt. Und das finde ich einfach so, so lustig und interessant. Zum Beispiel kehrt Alice in diesem Buch ins Wunderland zurück, um die tyrannische Herrschaft der Herzkönigin zu beenden. Und wir begleiten Wendy dabei, wie sie nach Nimmerland kommt. Aber diesmal gibt's einen kleinen Twist, und zwar segelt sie auf dem Schiff des Piraten Hook nach Nimmerland und geht dabei einen Pakt mit dem Teufel ein. Ja, klingt richtig cool und ich bin mega gespannt auf diese beiden Bücher. Ich bin tatsächlich nicht hundertprozentig sicher, ob man die ersten vier vorher gelesen haben muss. Also falls ihr das wisst, ja, der erste Band ist das Spieglein Spieglein. Könnt ihr es mich ja sehr gerne wissen lassen, dann muss ich mir vielleicht die anderen vier vorher noch besorgen. Als nächstes sind noch zwei Bücher bei mir eingezogen, die ich auch sofort gelesen habe oder gehört habe, besser gesagt, weil ich einfach mega gespannt auf beide Bücher war. Zum einen das neueste Buch von Emma Scott mit Someday Someday, ihre erste Male-Romance-Geschichte. Zwei Männer verlieben sich ineinander. Und der neue Auftaktband von Ava Reed zu ihrer Whitestone Hospital-Reihe. Das wird eine vierteilige Reihe werden und auch hier liebe ich die Cover ungemein. Genau, diese beiden Bücher habe ich schon beendet und beide auch sehr gemocht. Das hier war ein 4-Sterne-Buch und das hier sogar ein 5-Sterne-Buch. Wenn ihr etwas genauer meine Meinung erfahren wollt, dann schaut doch mal in meinem Lesemonat vorbei. Den verlinke ich euch hier oben nochmal und in der Infobox. Mehr zu den beiden Büchern möchte ich auch gar nicht sagen, denn das habe ich in dem anderen Video bereits schon zur Genüge getan. Im März ist genau ein englisches Buch bei mir eingezogen, was ich euch gerne zeigen möchte. Und zwar You Say It First von Katie Cortugno, New York Times Bestselling Author of 99 Days. Und was mich dieses Buch hat kaufen lassen, war auf jeden Fall das Cover. Ich liebe ja im Englischen diese ja, Young Adult, New Adult Romance Bücher. Das hier ist über ein Long Distance Relationship. Also die beiden Protagonisten lernen sich online kennen und ja, kommen sich näher über Chatverläufe, über Videotelefon und so weiter. Dabei könnten sie eigentlich nicht unterschiedlicher sein, denn Meg hat irgendwie das perfekte Leben. Sie möchte mit ihrer besten Freundin aufs College gehen, sie hat einen süßen Boyfriend, einen süßen Freund und arbeitet nebenbei noch in einem kleinen Job, der ihr viel Spaß macht. Und dann trifft sie eben auf Colby, dem es ja ziemlich schlecht geht. Er erholt sich gerade erst von einer Familientragödie und generell ja, ist sein Leben einfach nicht so perfekt. Die beiden kommen sich dann aber wie gesagt näher und ich bin einfach sehr gespannt, wie die beiden das hinbekommen mit ihrem Long-Distance-Relationship und ja, ob sie vielleicht nicht doch zu verschieden sind. Ein absolutes Highlight von mir ist auf jeden Fall vielleicht irgendwann der dritte Band der Vielleicht-Reihe von Caroline Wahl. Das Buch habe ich auch jetzt schon zur Hälfte gelesen. Also ich denke, ihr werdet in meinem Lesemonat April auf jeden Fall mehr darüber hören. Ja, das ist wie gesagt der dritte Band der Vielleicht-Reihe und in diesem Band geht es um Carla. In jedem Band geht es um eine der drei Mitbewohnerinnen aus der WG in München, die ich in den letzten Bänden so lieben gelernt habe. Und Carlas Geschichte hat eben noch gefehlt und sie wird jetzt hier erzählt. Und meine Katze rastet gerade vollkommen aus. Ich habe mich schon total auf Carlas Geschichte gefreut. Und ihr Love Interest ist jetzt eben Henning. Henning ist ein Formel 2 Rennfahrer. Ich bin tatsächlich kein großer Fan von Autosport, aber in dem Buch, so viel ich schon gelesen habe, hat es mich echt interessiert und irgendwie auch neugierig gemacht, mehr darüber zu erfahren. Und natürlich spielt auch die Catering-Firma, in der die drei Mädels arbeiten, wieder eine gewisse Rolle. Und das ist auch der Grund, dass Carla auf Henning trifft. Und ja, das Ganze hat dann den Trope einer Fake-Dating-Geschichte und ich liebe Fake-Dating-Geschichten, wenn ihr es jetzt nicht schon mitbekommen habt in den letzten Videos. Die beiden ja, machen eben dieses Fake-Dating-Geschichte aus, tun so, als wenn sie zusammen wären, weil beide daraus irgendwie was für sich selbst rausziehen können. Carla braucht in erster Linie das Geld, denn sie ist ganz schön pleite. Und Henning braucht das für seinen Ruf so ein bisschen, denn der hat in den letzten Wochen und Monaten ziemlich gelitten, da er auf vielen Partys war, mit vielen Mädels was am Laufen hatte.
Und seine Sponsoren möchten da jetzt irgendwie, dass er was Festes hat. Eine feste Beziehung, eine sichere Beziehung und eben ein liebes Mädchen von nebenan sozusagen. Und da ist Carla eben die perfekte, ja, Besetzung, würde ich mal sagen. Natürlich denke ich, dass die beiden sich noch näher kommen werden und richtig verlieben. Und ich freue mich sehr auf ihre Geschichte. So, kommen wir wieder zu ein bisschen Fantasy und zwar mit Kassadin, mit diesem unfassbar hässlichen Cover. Ha, ich weiß nicht, ich wollte mir das Buch nie kaufen, weil ich dieses Cover und wie diese Person darauf guckt, einfach überhaupt nicht ausstehen kann. Aber dann haben mir so viele Leute gesagt, lies dieses Buch, die Reihe ist so unfassbar gut und unter dem Schutzcover ist das Buch doch echt noch ganz hübsch. Ich weiß, man sollte das Buch nicht nur nach seinem Äußeren beurteilen. Aber ich bin eine echte Coverkäuferin, muss ich leider sagen. Ja, ich habe mir das Buch jetzt also gekauft, weil so viele von euch mir gesagt haben, ich muss es lesen. Und die Trilogie, also es ist eine dreibändige Reihe, soll sich anscheinend wirklich lohnen. Es ist auch mein Buch, erstes Buch von Julia Dippel. Also ich habe noch nichts von ihr gelesen. Und ich bin super gespannt darauf. Tatsächlich habe ich mir nicht mal irgendwie genauer was durchgelesen zu dem Buch. Denn ich möchte mich echt überraschen lassen, ohne irgendwie vorher grob in eine Richtung gedeutet zu werden. Und ja. Ich bin super gespannt darauf und lasse euch auf jeden Fall wissen, wie es mir gefallen hat. Das nächste Fantasy-Buch ist Rule of Wolves, Thron aus Nacht und Silber von Leiber Dugo. Das ist der zweite Band einer Reihe und den ersten habe ich mir, glaube ich, im letzten Monat gekauft und ich habe die bisher noch nicht begonnen, denn das Ganze spielt in einer Art Grishaverse, das die Autorin erschaffen hat, also einer ganzen Welt, in der viele verschiedene Reihen spielen. Die ersten beiden Reihen habe ich jetzt teilweise gelesen, also ihre erste Reihe habe ich gelesen und dann das Lied der Krähen habe ich gelesen. Mir fehlt jetzt noch das Gold der Krähen und dann möchte ich auch mit dieser Reihe starten. Dort geht es nämlich um einen meiner liebsten Charaktere aus den ersten beiden, aus der ersten Reihe. Ja, Nikolai und ich bin super gespannt darauf. Auch über die Reihe habe ich natürlich schon so viel Gutes gehört. Viele von euch lieben die Autorin und ja, die ganze Welt, die sie dort erschaffen hat. Ich bin sehr, sehr, sehr hyped. Und liebe natürlich auch die tollen Buchschnitte dieser Bücher. Der erste Band ist so ganz in Gold gehalten. Zusammen sehen die beiden echt gut aus. Passend dazu ist noch ein Buch mit einem tollen goldgelben Buchschnitt bei mir eingezogen. Vielleicht können sich manche jetzt schon denken, welches Buch es ist, nämlich Die sechs Kraniche von Elizabeth Lim. Ich blende euch immer das englische Cover ein, das ich auch unfassbar doll liebe. Es ist so, so schön. Ich muss aber sagen, dass ich von dem Deutschen auch nicht enttäuscht bin. Sie hätten es vielleicht auch übernehmen können, aber das Cover finde ich auch echt, echt schön eigentlich. Und vor allem dann mit diesem tollen Buchschnitt. Den gibt es, glaube ich, nur in der ersten Auflage. Also, wenn ihr das noch kaufen wollt, müsst ihr schnell sein, denn das Buch ist jetzt auch schon ein paar Wochen draußen. Darauf bin ich auch unfassbar gespannt. Ich habe es sogar schon begonnen, aber tatsächlich erst die ersten 50 Seiten gelesen. Es ist ein Retelling ja, eines Märchens, was ich früher auch mal irgendwann gelesen habe. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich daran erinnern. Was ich toll an der Geschichte und an diesem Buch finde, ist, das Ganze hat so ein ja, asiatischen Anklang. Die Protagonisten haben alle asiatisch klingende Namen. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, da reinzufinden, denn unsere Protagonistin Shiori hat gleich sechs Brüder und das finde ich immer schon schwierig, so viele Protagonisten generell auseinanderzuhalten, vor allem dann noch mit den mir nicht ganz so bekannten Namen. Aber es klingt wirklich vielversprechend und ich freue mich sehr darauf, mehr zu lesen. Das Buch habe ich sogar signiert von der Autorin. Also es ist so ein kleines Book-Template gewesen, was man hier reingeklebt hat, was die Autorin signiert hat. Und ja, generell bin ich einfach mega gespannt auf dieses Buch und ja, werde euch auf jeden Fall mehr berichten. Falls ihr es schon gelesen habt, lasst es mich gerne unten wissen, egal ob jetzt im Englischen oder im Deutschen. Prinzessin Chiori hat ihre verbotenen magischen Kräfte bisher sorgfältig verborgen. Doch am Morgen ihrer arrangierten Hochzeit verliert sie die Kontrolle über ihre Magie. Ihre Stiefmutter Raikama wittert in ihr eine gefährliche Konkurrentin. Sie verbannt die Prinzessin, verwandelt ihre Brüder in Kraniche und belegt Chiori mit einem Fluch. Sobald ein Wort über ihre Lippen kommt, wird ein Bruder sterben. Auf der Suche nach den Kranichen entdeckt Chiori eine Verschwörung mit dem Ziel, den Thron zu übernehmen. Um das zu verhindern, braucht sie ausgerechnet die Hilfe ihres unbekannten Bräutigams.
Zum Schluss sind noch zwei weitere New Adult Bücher bei mir eingezogen. Ihr habt gesehen, der ganze Book Haul war ziemlich New Adult lastig. Und ich habe mir auch vorgenommen, in Zukunft ein bisschen mehr was anderes zu lesen. Ein bisschen mehr Fantasy, Dystopien liebe ich auch total. Vielleicht auch mal hier und da ein Sachbuch. Aber ja, hier sind eben nochmal zwei New Adult Bücher. Zum einen eins, von dem ich auch wirklich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Denn das Buch wurde mir netterweise vom Verlag zugeschickt. The Colors of Your Soul von Kim Leopold. Ich wollte euch mal in die Kamera halten. Ich finde das Cover auch richtig toll. In dem Buch geht es um zwei YouTuber. Zum einen die Do-It-Yourself Queen Holly und die irgendwie alles selbst macht in ihrer Wohnung. Sie lebt in L.A. und sie hat ihre selbstgemachten Möbel und Deko. Und andererseits geht es um den Vlogger Pax, der sich irgendwie auf das Wesentliche beschränkt, steht hier. Er reist mit seinem Van durch Kalifornien in der Stille und der Natur. Und hat eben so Videos zum Minimalismus. Im glitzernden Schein von Social Media tun die beiden eben so, als wenn sie glücklich wären. Die Realität sieht aber anders aus, denn die beiden sind ziemlich einsam. Als sie für eine Challenge dann ihren Alltag und ihr Leben tauschen, haben sie mit einer Challenge so gar nicht gerechnet, denn damit, dass sie eben Gefühle füreinander aufbauen. Ja, klingt, wo ich es jetzt gelesen habe, echt süß. Und ja, ich hoffe, ich komme bald dazu, dieses Buch zu lesen und ihm eine Chance zu geben. Und das letzte Buch, was ich euch zeigen möchte, ist der zweite Band der Immer-Reihe von Michelle Schrenk, wann immer wir träumen. Das Buch habe ich auch schon beendet, habe darüber in meinem Lesemonat berichtet, dass ich es echt süß fand. Es geht um so eine kleine Challenge wieder. Die Protagonistin Kaya hat sich so eine kleine Liste geschrieben, weil ihr Leben war bisher so ein bisschen langweilig und sie möchte mehr daraus machen. Sie möchte mehr sein wie die anderen Mädels und ja, mehr spannende Dinge erleben und schreibt sich dann eben so eine To-Do-Liste. Und der Protagonist Jakob ist eben so ein bisschen der Draufgänger, der Adrenalin-Junkie und er überzeugt dann Kaya, diese Dinge mit ihr zusammen anzugehen. Und ja, ich fand das Buch echt ganz süß für zwischendurch. Es war jetzt kein absolutes Lesehighlight, aber ich mochte es echt ganz gerne. Und ihr könnt ja vielleicht selbst nachlesen, wie es euch so gefällt. Ich kann ihn kaum hochhalten, diesen Buchstapel, einfach riesengroß. Ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, falls da ein Buch dabei war, was euch besonders angesprochen hat. Und ansonsten war es das jetzt von meinem kleinen Bookhaul, kleinen oder großen Bookhaul. Ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal. Und dann kann ich nur noch sagen, hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dann.